Und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, der zweiten Folge. So, Lektion der Wildnis. Sammle die Salbeistrauchbeeren. Komm schon, sammle die Beeren. Genau, das mache ich jetzt. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Like hinterlasst, ein Abo oder auch einen Kommentar, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, schauen wir weiter. Verdammt cooles Spiel bis jetzt. Pass auf und sammle die Beeren. So, Lektion der Wildnis. Aloy, komm schon. Gut. Jetzt isst die Beeren. Okay, 15% Gesundheit zum Medizinbeutel hinzugefügt. Drücke Steuerkreuz oben, um Gesundheit aus deinem Medizinbeutel zu nehmen. Okay. Aloy, Gesundheitsvorrat zu übertragen. Okay, oben die Leiste ist anscheinend der Gesundheitsvorrat. Die rote Balken und der grüne Balken wird anscheinend zur Ausdauer oder sowas sein. Okay. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. Okay, alles klar. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Okay, wir sind jetzt wahrscheinlich in so einer Art Gebiet, wo die Maschinen oder was es denn sein sollen, anscheinend noch nicht vorgedrungen sind. Was ich jetzt hier so sehe, ist es ein normales Wildschwein oder sowas. Was ist denn da oben überhaupt? Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Ah, alles klar. Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich glaube, es ist immer noch so eine Art Tutorial, wie wir halt jetzt craften werden und Essen finden und lauter so Zeug machen. Ist gar nicht schlecht gemacht, richtig cool gemacht eigentlich. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Das Ducken im hohen Gras macht dich für arglose Gegner unsichtbar. Okay, das ist nur eine Maschine. Bleib jetzt unten. Baby! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass mir vorbeigehen. Bleib geduckt. Und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Okay, im hohen Gras können wir uns anscheinend verstecken. So ein bisschen ein paar Schleichelemente oder sowas. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Sehr, sehr geiles Setting. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Okay, mich würde interessieren, ob ich im Ducken schneller gehen kann oder sowas. Das war der letzte. Weiter geht's. Okay, und weiter geht's. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Das Tarnungssymbol Auge oder Strich zeigt an, wie sichtbar du bist. Okay. Okay, also wenn der praktisch der Strich dann da ist, dann sollte ich nicht sichtbar sein. Mit dem Auge haben sie mich anscheinend gesehen oder suchen mich dann. Ich kann aber gut klettern. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir.
Oh, da sind ein Haufen Wächter anscheinend. Ich möchte wissen, was sie für eine Range haben, dass die uns sehen. Ey, sieht das geil aus, Leute. Also wer eine PS4 hat, kauft euch das. Sieht hammermäßig geil aus. Natürlich müssen wir erst schauen, wie das Gameplay wird. Siehst du, diese nennt man Läufer. Läufer, die sind genauso wie die Wächter. Ha! Rennt! Okay. Die sind anscheinend nicht aggressiv. Warum hast du sie verjagt? Okay, die sind vierbeinig, sind nicht aus wie die Wächter. Dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Oh, hier ist ein Haufen Zeug. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle Steine. Steine. Die sieht aus wie ein Blattsymbol. Gut, genau so. Die reichen. Nee, ich nehme noch mehr mit. Alles mitnehmen, man kann es vielleicht später nochmal brauchen. Drücke beim Wegen L3, um zu sprinten. Okay, sprinten geht schon mal. Hör auf! Ja, ich bin doch schon. Wo bist denn du? Aloy, hier drüben. Wir schleichen uns an. Aloy, ja, ich komme ja schon. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie fliegt, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay, wie werfe ich die Steine? Steine, um den Wächter zu locken. Okay. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Boah. Wo ist er denn? Ah, da unten steht er. Okay. Ach so, das ist das Symbol, wo ich hinschmeißen soll. Mensch. Mach einen Down los. Okay, das ging ganz gut. So, komm, jetzt ist es sicher. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Ressourcen noch. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Nee, ich hol mir erstmal die Steine noch. So, okay. Den plündern wir mal. Vier Kalten. Plündere die Beute, Aloy. Sei aufmerksam. Okay, Metallscherben und Zünder. Wir nehmen alles. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Wähle Pfeilspitzen mit R aus und halte X gedrückt. Okay. Jägerpfeil. 10 Stück anscheinend, okay. Okay, noch mehr können wir nicht herstellen. Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Boah, Lichteffekte, Wahnsinn. Bin immer, echt immer wieder überrascht, was die aus der PS4 noch rausholen. Hier. Duck dich in die Schau.
und sei leise. Ich bin leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Ja, warte mal, da können wir doch bestimmt scannen. Genau. Ah, okay. Oben drauf anscheinend irgendwie so ein komischer Tank oder sowas. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Okay, erledige den Läufer. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Nochmal! Treffer! Weiter Feuer! Zwischen down. Immer ruhig. Okay, dann plündern wir da mal den mal. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. So, okay. Sehr gut. Was gibt's hier? Was war das? Der Junge! Der auf den Krieger fahrt! Komm, Aloy, schnell! So, hinterher. Hätte man nicht so rumspringen sollen. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Ganz schön mutig, die Kleine. Aloy. Aloy! Eine Rebellin. Schweige dich zum verletzten Jungen. Oh. Gibt es irgendwie einen vorgeschriebenen Weg? Drücke nach dem Scanner des Wächters E1, um seinen Patrouillenweg zu markieren. Mein Gott, der Krieg. Nehmen wir mit.
weggehe. Ich muss vorsichtig sein. Geil gemacht. Dass man den Weg da vorher schon sehen kann. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt erstmal vorbeigehen. Gehen dann hinter ihm durch. Okay. Das klappt doch ganz gut. Ist hier noch ein Wächter irgendwo? Ist der? Hey! Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Taktik drin. Was? Muss ich wieder zurückgehen mit ihm jetzt, oder was? Folge mir. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Okay, der geht genau durchs Gras durch. Okay, ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier. Und warten, bis er rumgegangen ist. Ich glaube, wir müssen ihm einfach nur hinterhergehen. Alles klar. Ist noch irgendwo ein Wächter? Oder ein Läufer? Okay, jetzt komm. Hopp. Wie ist das möglich? Komm doch mal schneller, Mensch. Okay, wir warten jetzt wieder hier. Okay, weiter geht's. Weiter. Da oben ist eh schon der Rost. Jo, geschafft. First try. Also, ist es kein Spielzeug? Ja, für mich ist es ein Spielzeug. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! Rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind ausgestoßen, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und ich. Du... Das kleine Watsche. Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Hauptquest abgeschlossen. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Alter.
Bleib weg, Nichtmutter! Ekliger. Entscheidungspunkte bieten die Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen. Wie Elo ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle Faust, dann stellt sich Elo die Herausforderung direkt. Wähle Gehirn, also nachdenklich, dann nutzt Elo ihre... So schnell kann ich ja gar nicht lesen, Mensch. Okay, was machen wir denn? Komm. Lass mir nichts gefallen, Mensch. Aloy, das geht nicht. Sollen sehen, dass wir nicht machen können, Mensch. Du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann machen wir doch. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Geil! Kanickel. Mage. Besser jetzt. Super. Zieh. Nein, ich schaff's alleine. Komm. Gänsehaut, Leute. So ein geiler Übergang. Ja, Baby.
Und damit sind wir groß. Jahrelanges Training. Und ich bin gespannt, ob wir bald bereit sind für die Prüfungen. Oder ob es erst am Ende von dem Spiel kommt, ich weiß es nicht. Würde auf jeden Fall passen, dass es erst am Ende kommt. Denke mal, das Ziel ist, dass wir wieder in den Stamm kommen. Oder dass der Stamm uns endlich aufnimmt. Wir waren ja noch nie in dem Stamm. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Aufstieg, Stufe 3 erreicht. Die Spitze des Speers. Finde Rost. So, und wo aber Rost ist, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo, auch über ein Like freuen. Und ansonsten, ja, in der nächsten Folge werden wir Rost auch bestimmt finden. Und ansonsten, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andy.